Revelio. Hier gibt es scheinbar keinen Loot. Bombarda. Ich finde das gerade richtig cool mit diesem Cartoon. Wie cool sieht das aus? Und vor allem, dass die Heiligtümer des Todes jetzt auch noch mitspielen, sag ich mal. Oder eine Rolle spielen, besser gesagt. Ei, ist das geil. Und dann gibt es ja noch diesen Stein der Unsterblichkeit, glaube ich. Oder? Alles zusammen macht mich zum Bezwinger des Todes. Ey, das ist so crazy. Ich finde das gerade richtig Rebellion. Cool. Oh, ist das eine Truhe? Nee, das sah nur so aus. Ja, dann würde ich sagen, geht das jetzt hier weiter. Ich bin gespannt, gegen wie viele Tote man da jetzt noch kämpfen muss. Das sieht nach Arena aus. Oder? Ja. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Das. Ich hasse Trolle. Ich hasse Trolle.
Alter, einfach so richtig. Ich sollte den schon mal erledigen. Ich wollte ja eigentlich ganz gerne noch die alte Magie Teile einsammeln, aber ist wohl nicht, ne? Oh Mann. Nee, wir haben das in den dritten Teil, sag ich mal, das dritte Teil vom Heiligtum des Todes gesucht. Ein schlichter Stein. Ich glaube. Muss für mich sein. Ich glaube halt, dass das irgendwie der Stein. Ist das der Unsterblichkeit oder der Wiedergeburt oder irgendwie sowas? Dass man jemanden aus, von den Toten zurückholen kann. Und den Tod somit, ja, was wieder wegnimmt. Ich habe halt die Story von den Heiligtümern des Todes im Kopf. Weil der dritte Bruder hat irgendwie seine Geliebte wieder zum Leben erweckt oder sowas. Irgendwie sowas war das. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Neve ist tot. Arme Neve, sie war noch so jung. Neve, warum? Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Ich glaube, der erste Bruder mit dem Elderstab, der, ich bin halt gerade nicht sicher, ob der Stein der Weisen tatsächlich dieser Stein der Wiedergeburt ist. Ist es dasselbe? Wäre ja mal interessant, weil bisher habe ich es auch eher getrennt im Kopf, aber ich kriege es jetzt auch gerade nicht mehr zusammen. Genau, und der mit dem Umhang überlebt, weil er sich vor dem Tod immer versteckt hat. Und ich glaube, der zweite, der ja seine Frau oder Freundin wieder belebt hat, der hat sich nachher das Leben genommen, weil sie auch irgendwie so depressiv war und sich auch umgebracht hat wieder und er wollte irgendwie sowas. Und der mit dem Elderstab, der wurde doch irgendwie so machtgierig und irgendwie sowas in die Richtung. Boah, jetzt kommt er richtig hier mit Expertenwissen. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Oh, es geht zu Denkarion. Ey, die Prüfung war ja chillig gegen die anderen. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Weise Worte. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Und er hat, der mit dem Umhang, ich habe das gerade parallel gelesen, ich hoffe, ich muss es jetzt nicht vorlesen, genau, der erste Bruder wurde im Schlaf erstochen und dem wurde der Stab, glaube ich, geklaut.
Der zweite hat sich umgebracht, was ich ja gerade schon sagte. Ich weiß nur nicht, ob das Motiv, was ich sagte, richtig war. Und der dritte hat den ja dann an seinen Sohn gegeben, als er sterben wollte. Und so wurde das ja immer übergeben quasi. Interessante Theorie. So, wollen wir uns mal die Erinnerung anschauen von Professor Fitzgerald. Ich bin gespannt. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival! Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Krass. Damit ist auch die Connection zu den Kobolden geklärt. Aber schon ein bisschen übergriffig, dass ihr einfach irgendwelche Emotionen raussaugt und dann sich selber implantiert, oder? Irgendwie ist diese Isadora morgen nach nicht so... Rebellion. Nicht so mein Ding. Bisher. Und ihre Magie ist ja auch rot und nicht mehr blau, so wie das bei uns, mir, den anderen Hütern, sage ich schon, der Fall ist. War das jetzt schon die Prüfung? Die fand ich ja angenehm. Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass... Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich finde es eher verstörend. Verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich auch noch zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen,
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Bradbor zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Erstmal abgefüllt. Juhu, heldenhaft mit Heiligtum. Voll gut. Zu deiner Frage, Alex. Ich habe tatsächlich nur bis Buch 4 gelesen. Da war ich dann irgendwie raus. Und ich werde mir mal ganz kurz Rabers Text durchlesen. Beziehungsweise Raber sagt... Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Professor Weasley hat wohl nichts zu sagen. was auch immer das gerade war. Wo ist denn Professor Weasley da? Ich glaube, das ist gerade neu gewesen. Deke sagt, dass er Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie. Ich bin unsicher, ob es das jetzt war, aber das werde ich jetzt hier sehen. Einmal Nutty und die Hauptstory mit Sebastian, um das Triptychon weiterzumachen. Genau, und Phönixabflug. Sprich mit Deke. Auch sehr spannend. So, aber erstmal zu den Heiligtümern des Todes. Rabert sagt, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Erstens, den Stein der Weisen gibt es nur ein einziges Mal. Den Stein der Auferstehung, Entschuldigung, gibt es nur ein einziges Mal. Und den Stein der Weisen kann man theoretisch immer wieder herstellen. Allerdings war Nicolas Flamel zur Zeit, in der die Geschichte spielt, der Einzige, der dies konnte. Genau, das habe ich auch noch im Kopf. Dass der den, glaube ich, auch unbegrenzt herstellen konnte oder so. Der Stein der Weisen enthält das Elixier des Lebens. Wird dieses regelmäßig eingenommen, wird man unsterblich, solange man es einnimmt. Beendet man die Einnahme aus irgendeinem Grund, wird man auch wieder sterblich. Der Stein wird am Ende des ersten Bands zerstört und Nicolas Flamel stirbt. Der Stein der Auferstehung ist eines der 3 Heiligtümer des Todes und kann dazu benutzt werden, Tote wieder auferstehen zu lassen. Wobei diese nie richtig in die Welt der Lebenden zurückkehren können und deshalb sehr unglücklich sind, wenn man sie mit diesem Stein ins Leben holt. So, eine Wissenslücke gefüllt. Rabea hat's gegoogelt. Sehr schön, vielen Dank. Ja, wieder was gelernt. Auf jeden Fall super interessant, dass wir das einmal klargestellt haben. Vielen Dank. Es sind 2 verschiedene Dinge.
Und Alex sagt, wenn man die Bücher gelesen hat, bekommt man halt noch viel mehr Infos. Aber falls du die noch nicht lesen willst, weil ich dich jetzt auch, also falls ich die noch lesen möchte, willst du mich auch nicht spoilern. Dankeschön. Ich würde die tatsächlich gerne noch lesen, aber ja, alles gut. Du kannst trotzdem Informationen hier raushauen. Dann lese ich sie halt nochmal. Also mein Gedächtnis ist teilweise so mies, das ist dann, wenn ich es lese, wahrscheinlich trotzdem wieder neu für mich. Ja, alles klar. So, jetzt haben wir die Hauptstory fertig gemacht. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das erstmal noch hinten an. Ja, schwierige Sache jetzt. Schwierige Sache. Erstmal kurz nochmal die Sammlungen durchgehen, weil wir haben neue Gegner gehabt. Einmal diesen wunderbaren tödlichen Schatten. Dann diesen tödlichen Troll des Todes, genau. Und den Straßenköter des Todes. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ja. Was haben wir? Wir haben es erst ungefähr 21 Uhr, deswegen können wir definitiv noch weitere coole Sachen machen. ja, ich weiß nicht, wollen wir mit Deke sonst sprechen? Ich finde das mit dem Phönix irgendwie... Die Filme habe ich alle geschaut, mehrmals. Marathons gemacht, einzeln geschaut. Also bei den Filmen weiß ich recht gut Bescheid. Deswegen die Geschichte der Heiligtümer des Todes war auch noch recht präsent mit den drei Brüdern in meinem Kopf. Genau. Aber um zu dem Spiel zurückzukommen kurz. Ich würde jetzt den Phönix-Handlungsstrang einmal anfangen. Weil ich habe nämlich auch die fehlenden Tierwesen neben mir liegen. Und der Phönix ist auch eins der Tierwesen, die wir halt noch gar nicht haben. Genauso wie das Graphorn. Deswegen würde ich das gerne... Phönix, okay, sehr schön. Ja, falls die Frage gerade an Alex geht und ich sie beantwortet hatte, sorry. Dum, dum. Die hat aufregende Neuigkeiten. Ich mach mal so ein paar Mega-Power-Tränke jetzt nochmal. Ich glaube, das kann geerntet werden, das kann geerntet werden und das kann auch geerntet werden. Ein bisschen Lipcham, eine Araune, geht auch immer. Balsenkraut, wunderbest. Wir können auch Gegenstände identifizieren lassen. Alles Sachen, die besser sind. Ich würde mal sagen, schauen wir mal eben ganz kurz. Schauen wir einmal ganz kurz nach, was wir an Ausrüstung verbessern können. Okay. Das können wir theoretisch verbessern. Dann haben wir die Offensive ein bisschen besser. Da haben wir nichts zu verbessern. Ich glaube, ich ändere mal die Handschuhe durch. Ungefähr gleich. Dann kommt diese Mütze. Wobei, macht das Sinn? Es ist so schwierig. Weg. Schal wieder den anderen.
bin irgendwie an diesem Outfit hängen geblieben. Ich weiß auch nicht. Wir haben ja auch noch Winter, ne? Wir haben ja auch noch Winter. Okay, dann können wir gleich mal schauen, ob wir dann noch die Verbesserung mit dem Webstuhl. Gut, da fehlt uns noch der Graf von Dings. Da hatte ich das, glaube ich. Da fehlt die Phönixfeder. Mann, wo? Hier ist der Schal. Mondkalb. Das können wir auch verbessern. Da fehlt uns wieder der Phönix. Nee. Okay. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Rüstungswerte rein. Ja, es ist beides auf ungefähr gleich viel. Das ist sehr nice. Ja, deswegen geht es jetzt weiter mit der Nebenstory. Was hat Deke denn zu erzählen? Neuigkeiten. Hallo Deke, Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harle und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Definitiv retten. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Definitiv wird nach der Höhle gesucht. Aber wir haben heute noch gar nicht die Tierwesen. Machen wir das jetzt oder hinterher, wenn noch Zeit ist? Ich glaube, hinterher, wenn noch Zeit ist. Ich denke, sie werden jetzt nicht sterben, weil sie haben ja ihren Futterautomaten. Suche nach der Höhle. Weltkarte. Das soll in der Nähe sein? Ich meine, gut, wir haben immerhin die Flamme hier schon. Die Flamme ist schon mal aktiviert. Das ist doch schön. Dann gibt es da eine Schnellreise hin heute. Wir müssen den Phönix ja auch so schnell retten, wie es geht. Ich freue mich, darin vorzukommen. Extreme Danger. Ja, egal. Man lebt nur einmal. Jetzt kommt hier dieser YOLO-Spruch einfach. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Mach ich die fix und alle. Revelio. Okay, die Kiste sollte scheinbar unter mir sein. Puh. Weiß nur nicht wo. Schwierig. Schwierig, schwierig. Man weiß halt auch nicht, wo man da hinstürzt, ne? Das hätte ich so gesagt, so okay, cool. Jump mal runter. Gar kein Problem. So. Ist hier noch was zum Sammeln? Geld. Rohrklumpe können wir mal wieder mitnehmen. Contringo! Könnte der Phönix da drin sein?
Rabea, mach dich schon mal gefasst, es könnten Spinnen auftauchen. Ich gehe erstmal kurz hier oben gucken. Also, Gott, ich hab einmal kurz geblinzelt und direkt gegen die Wand gelaufen, ey. Ich glaube, am besten ist es einmal eben kurz hier unten zu schauen. Confringo! So, ich werde einmal ganz kurz, ich glaube, Spinnen sind auch bei Feuer empfindlich. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Kiste hier. Tiergehege, Landschaftsgemälde. Sehr schön. War das gerade die Truhe, die ich haben wollte? Ich weiß ja nicht. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Ist ganz interessant, Rabea, wenn du mal in Hamburg am Hauptbahnhof sein solltest, da gibt es einen Harry Potter Shop mit allem möglichen Merchandise und da sind so viele verschiedene Editionen von den Harry Potter Büchern, also auch so optisch, richtig verrückte Dinger, also richtig cool und richtig verrückt. Und man kann sich da halt auch kurz hinsetzen in so einen richtigen Ohrensessel und dann da drin rumblättern und die dann halt kaufen, wenn man möchte. Aber das sah richtig cool aus. Also ich war letzte Woche in Hamburg und das sah echt richtig cool aus da. Also der Shop ist echt der Hammer. Also richtig toll. Die Verkäufer, die haben auch die Roben an, die Hogwarts-Roben zu welchem Haus sie halt gehören. Du hast uns entdeckt. Du wirst schwer zu treffen sein. Doch das von Fringo. Noch jemand? Du hast. Wenn du es beim... Ich hole den Koboldhelm zurück! Bist du denn? So. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Revelio. Confringo. Ja, da jump ich jetzt mal nicht runter, aber einmal kommt mit dem Kopf durch die Spinnenweben. Revelio. Okay, dann denke ich mal, ist der Weg, den man gehen muss, hier entlang. Erstmal. Bombarda! Shimani. Revelio. Okay, hier ist soweit alles eingesammelt. Und da sind ein paar Gegner. Ups, einmal einfach gegen den Hocker gelaufen. Ah.
Sehr schön. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Sieht nach 4 Stück oder so aus. Wenn ich das richtig sehe. Ein Tierwesen in der Falle ist das Beste überhaupt. Ach, halt die Schnauze. Donnergebräu ist ja mal mega geil. Mag ich. Mag ich. Rebellio. So, dann wird hier einmal nochmal ein bisschen Loot gesammelt. Ups. Und hier noch mehr. Und da ist ein Schloss, das wir wahrscheinlich nicht öffnen können, weil das bestimmt Stufe 3 ist. Ah, okay, never mind. Einfach gar keine Stufe. Der Phönix. Oh, er ist so schön. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden.